Hi, ich habe meine Nummer verloren. Kann ich deine haben? Nein, so nicht. So wird das nix mit den Frühlingsgefühlen. Kein Problem. Damit die Schmetterlinge 2019 so richtig schwirren können, geben wir heute 3 Tipps zum erfolgreichen Frühlingsflirt. Erster Tipp: Augen und Ohren auf. Wer blind durch die Welt geht, der verpasst das Beste. Also offen sein, weg mit der Ablenkung und her mit der Kontaktfreude. Zweiter Tipp: Eisbrechen. Dazu eignen sich zum Beispiel Vierbeiner ganz gut. Wer schon einmal mit einem Hund spazieren gegangen ist, der weiß, dass das richtige Bekanntschaftsmagneten sind. Wer keinen eigenen hat, der kann ja auch gleich noch eine gute Tat vollbringen und bei Freunden oder im nächsten Tierheim einen entleihen. Und der dritte Tipp: Hilfsbereitschaft. Auch wenn die selbstbewussten Damen heutzutage natürlich hervorragend alleine zurechtkommen, ist Helfen und zuvorkommend sein noch lange nicht aus der Mode. Zusammenfassung: Offen sein für zwischenmenschliche Kontakte, Eisbrechen und den Gentleman ans Tageslicht lassen. Dann funktioniert das auch mit dem Frühjahrsflirt.